Es war ein Highlight gestern, als der Schweizer Springreiter Steve Gerda die zweite Schweizer Goldmedaille an den Olympischen Spielen holte. Heute genoss der Jurassier seinen freien Tag in London bei untypisch strahlendem Sonnenschein. Sehen und gesehen werden, hieß es für Gerda. Aber nicht lange, denn schon am Nachmittag reiste er zurück in die Schweiz. Und hier bei seiner Ankunft haben ihm die Schweizer Fans einen großen Empfang bereitet. Kurz vor fünf trat Steve Gerda durch die Zollschleusen am Flughafen Zürich. Über 200 Fans und Freunde empfingen den Olympiahelden, der sein bestes Erinnerungsstück aus London, die Goldmedaille, kaum je aus den Fingern ließ. Gerda kam ob der euphorischen Fans kaum mehr aus dem Staunen heraus. Ich habe schon miterlebt am Fernseher, wie manchmal die Grossen heimkommen und was das für ein Gefühl muss sein. Aber dass es dann gerade so extrem wird, dann hätte ich auch noch nie gedacht. Und danke an alle die Leute. Und ich habe es gestern schon gesagt, ich habe so viel Glück, so viele gute Leute um mich zu haben und hat sich heute noch mal bewiesen. Über eine Stunde lang erfüllte Gerda die Wünsche der Fans, bis er sich für eine etwas privatere Feier in Richtung seines Pferdestalls in Herliberg verabschiedete.